Dune Awakening, meine lieben Freunde der guten Gaming-Unterhaltung. Wir werden uns heute in diesem Video genau über dieses Game unterhalten und versuchen, möglichst alles rauszufinden, was dieses Game für uns bereithalten wird, wenn es wahrscheinlich irgendwann im Jahr 2024 den Release schafft. Momentan läuft ja eine Beta, zu der könnt ihr euch auch anmelden. Den Link packe ich euch wahrscheinlich irgendwo unten in die Videobeschreibung rein. Und die Beta wird immer größer, das heißt, eure Chancen reinzukommen stehen auch immer besser. Aber heute im Video schauen wir uns möglichst alle Details an, die dieses Game wahrscheinlich zum Start mitbringen wird. Ja, im Hintergrund hier seht ihr schon einiges zum Setting. Es spielt auf dem Wüstenplanet Arrakis. Dune gibt es schon sehr, sehr lange, auch als Buchvorlage. Und es gibt auch ältere Filme, also nicht nur die beiden neueren, die wahrscheinlich einige von euch schon gesehen haben. Ich denke, diese Filme sind ein super Intro in diese Welt, um auch eine Vorstellung davon zu haben, was euch dann erwarten wird, wenn ihr ins Spiel eintaucht. Das Game wird allerdings nicht in dem Universum oder in der Zeitlinie des Films spielen, sondern in einer alternativen Zeitlinie, in der dieser Paul nicht geboren wurde. Das ist, denke ich mal, wichtig zu wissen. Ansonsten habt ihr aber auch die Möglichkeit, die Anführer von den Häusern zum Beispiel auch in diesem Game anzutreffen. Allerdings, wie gesagt, halt in einer anderen Zeitlinie. Wer jetzt aber von Dune noch gar nichts kennt, ja, der sollte sich erstmal diese Eindrücke hier im Hintergrund zu Gemüte führen. Der Wüstenplanet Arrakis, der hat mehrere Gefahren, die da auf einen lauern, aber natürlich auch ein paar schöne Sachen, wie zum Beispiel das Spice, das dort abgeerntet werden kann. Und natürlich sehr begehrt ist, weil es besondere Wirkungen haben kann. Es kann allerdings auch sehr, sehr süchtig machen. Im Spiel könnt ihr euch entscheiden, das abzubauen und zu verkaufen oder zum Beispiel abzubauen und zu konsumieren, aber dann auch irgendwie eine Sucht dazu zu entwickeln. Das sind auch so Möglichkeiten, die da bestehen. Und eine ganz große Sache, ganz, ganz markant für das Dune-Universum, sind diese riesigen Sandwürmer, die ihr da im Hintergrund sehen könnt. Und die gibt es besonders, wenn ihr dann dieses Spice abbauen möchtet in diesen Regionen, sind riesige Sandwürmer und ihr müsst euch wirklich in Acht nehmen, weil die Viecher, wenn ihr euch auf dem Sand bewegt, die spüren euch auf und ihr müsst wirklich gucken, dass ihr da schnellstmöglich wegkommt, denn sonst seid ihr natürlich Wurmfutter. Und das ist aber nur ein Teil, um den es bei Dune Awakening geht. Dune Awakening ist in seinen Grundzügen ein Survival-MMO mit einer Open World. Es wird von Funcom entwickelt. Funcom hat zum Beispiel Conan Exiles gemacht. Das ist meines Wissens das letzte Game, was sie gemacht haben. Insbesondere auch in dieser Art von Setting, denn Conan Exiles ist auch ein Survival-Game. Allerdings im Age of Conan bzw. Conan-Universum und daher natürlich ein bisschen anders. Aber ich denke, als Referenz kann man das sehr gut heranziehen, weil es eben bei Conan Exiles auch darum ging, zum Beispiel etwas aufzubauen, Ressourcen zu sammeln, Handwerk zu betreiben und so weiter. Also auch mit Spielern zu interagieren, PvE, aber auch eben PvP-Content zu haben. Das sind alles Gemeinsamkeiten, die sich das Spiel hier mit Dune Awakening teilt. Und da es der gleiche Entwickler wird, kann man hier, denke ich mal, einiges abschauen. Zum Beispiel wird es die Möglichkeit geben, in Dune Awakening einfach draußen in der Welt sehr viel abzuernten, sehr viele Ressourcen sich zu holen und damit eben Ausrüstung zu bauen zum Beispiel, aber eben auch Transportfahrzeuge, die ihr dann entweder selbst nutzt oder auf dem zusammengekoppelten Marktplatz verscherbeln könnt. Und da ist natürlich dann die Spielinteraktion gegeben. Ihr habt viele Spieler in dieser Welt. Sie haben das servertechnisch sehr interessant eingerichtet. Dazu gibt es einen Livestream, der erschienen ist vor kurzer Zeit, zumindest zum Stand von diesem Video. Und der zeigt, dass auch besonders diese Welt, in der die Spieler ihre Behausungen bauen können, was ihr ja auch machen könnt, ihr könnt da eure Häuserchen bauen, entweder in der Innenstadt, dann müsst ihr aber Steuern bezahlen, das ist teuer, oder ihr baut die irgendwo draußen. Und dann gibt es aber das besondere Feature, dass in dieser Welt immer mal wieder ein Sandsturm tobt und der macht nicht nur eure Häuser kaputt, sondern er sortiert die Welt neu. Das heißt, die Welt in Dune Awakening
wird nicht immer die gleiche bleiben, sondern bestimmte Points of Interest werden sich verschieben oder anders anordnen. Bestimmte Gefahren sind vielleicht an einer anderen Stelle. Es wird durch den Sandsturm zum Beispiel ein neuer Dungeon freigelegt, der davor noch nicht zugänglich war. Hier spielt sich hauptsächlich dann der PvE-Content ab. Das heißt, falls ihr weniger auf das PvP steht, dann macht ihr wahrscheinlich eher so Dungeons zusammen mit irgendwelchen Leuten. Oder wenn ihr auf PvP steht, dann geht ihr natürlich raus in die Wüste, holt euch das Spice, holt euch besondere Ressourcen und dann setzt ihr euch mit den Sandwürmern einerseits auseinander, mit feindlichen NPCs und mit feindlichen Spielern oder vielleicht auch freundlichen Spielern. Naja, man weiß es manchmal nicht, ne? Und das wird das Spannende und Aufregende bei Dune Awakening sein. Und wer gerade eben, wie erwähnt, Conan Exiles zum Beispiel gerne gespielt hat, der wird, denke ich, hier auch ein großes Auge drauf werfen. Es ist ein Sci-Fi-Setting, das habt ihr mit Sicherheit schon bemerkt. Es gibt auch hier fliegende Transportmöglichkeiten. Allerdings ist das natürlich dann ein langer Weg in diesem Game, sich dann da hochzuarbeiten und bekannt, berühmt, berüchtigt und reich zu werden. Wegen berüchtigt und so gibt es nämlich auch ein Endgame-Feature in Dune Awakening, das ist das Politiksystem. Und bei diesem Politiksystem sollt ihr euch für bestimmte Häuser entscheiden können oder zumindest teilweise für die Arbeiten oder irgendetwas in Gang bringen, damit ihr dort in eurem Rang aufsteigt und politisch irgendwie Einfluss nehmt. Hier wird es interessant, weil ihr eben Charaktere auch aus den Filmen treffen könnt, die in dieser alternativen Zeitlinie existieren. Wer also ein Fan ist von den Filmen, denke ich mal, ja, wird mit großer Wahrscheinlichkeit Neugierde haben, da mal reinzuschauen. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Charaktererstellung, die ihr jetzt hier gerade im Hintergrund seht. Die Bene Gesserit, das sind ja auch, ist auch eine Bezeichnung, die aus den Filmen bekannt sein dürfte. Hier macht ihr eure Charaktererstellung anhand von Frage und Antwort hier und ihr könnt dann eure Herkunft auswählen. Es gibt keine, sag ich mal, Klassen- und Rassenauswahl, das wird es nicht geben, aber wie ihr hier seht, ihr könnt zum Beispiel Schwertmeister wählen oder Mentat und solche Dinge und damit ein bisschen bestimmen, wo euer Schwerpunkt liegen soll. Eure Erscheinung wird dann auch geprägt durch eure Auswahl, was ihr da so macht, während ihr hier in diesem Charaktereditor seid. Ne, ihr seht, das wird recht interessant dargestellt, so wie beim Film ein bisschen. Das gibt eine bestimmte Erinnerung daran. Und hier seht ihr ein bisschen den Charaktereditor. Das heißt, ihr habt schon einige Möglichkeiten, ja, was zu erstellen. Körpertypen, Höhe, Dicke von den Armen, aber auch der Hautton und andere Möglichkeiten sind da, um sich wirklich individuell was zusammenzubasteln. Auch das Alter, Haare, Augenfarbe, hier Verzierungen für die Augen und was weiß ich, lässt sich alles einstellen. Und so habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euch einen individuellen Charakter zusammenzubasteln, wenn ihr das schätzt und liebt bei einem Game. Worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, ist das Kampfsystem. Ihr seht, es ist aus der Third-Person-Perspektive. Dabei wird es auch bleiben, meines Wissens. Und aus der kämpft ihr. Ihr habt die Möglichkeit, Nahkampf zu machen, aber auch Fernkampfschusswaffen habt ihr hier schon gesehen. Es gibt auch die Möglichkeit, Fähigkeiten mit in den Kampf einzubeziehen. Auch die Stimme der Bene Gesserit zum Beispiel, wenn ihr es aus den Filmen kennt. Solche Dinge werden da auch vorkommen. Ihr könnt bestimmte Techniken von den großen Schulen des Imperiums erlernen. Also hier wird es definitiv eine Vielfalt geben. Es ist sehr actionbasiert. Ihr müsst natürlich aktiv zielen. Es ist nicht irgendwie ein automatisiertes Kampfsystem, sondern wirklich Live-Action, die hier stattfindet. Controller-Unterstützung ergibt sich, denke ich mal, eigentlich von selbst, weil es eben für diese Next-Gen-Konsolen rauskommt, also PlayStation 5 und Xbox Series XS. Darauf wird es auch released werden, neben dem PC. Das heißt, Controller-Support ist, denke ich, dann auch so gut wie selbstverständlich. Und was die Sprachausgabe angeht, denke ich mal, können wir zumindest mit deutschem Interface und deutschen Untertiteln rechnen. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt noch ein paar interessante Screenshots, weil ihr einerseits seht, was hier der Survival-Aspekt eigentlich sein soll. Ihr seht hier, dass es um die Feuchtigkeit geht, beziehungsweise dass der Charakter bewässert ist, sag ich mal, in gewisser Hinsicht. Also, dass er nicht dehydriert. Und das kennt man ja auch von den Filmen.
Man muss gucken, dass man irgendwie zur Flüssigkeit kommt, dass man was zu trinken hat, beziehungsweise möglichst wenig Flüssigkeit verliert mit den besonderen Anzügen zum Beispiel. Und dann seht ihr hier auch, dass es ein bisschen Skills gibt, die man im Kampf anwenden kann. Es ist allerdings auch nochmal zu sehen gewesen, dass es hier diese Fahrzeuge eben auch gibt. Also hier zum Beispiel, und dass dann auch andere Spieler mit drauf sitzen können, hier wie in diesem Beispiel, oder eben auch im Himmel durch die Lüfte zu fliegen, ne, mit dem ikonischen Transportgerät hier. Solche Möglichkeiten wird es geben. Hier die Temperatur wird auch angezeigt und wird eine Rolle spielen. Da habt ihr also definitiv ein paar Sachen zumindest, auf die ihr achten müsst, während ihr zum Beispiel Ressourcen abbaut, wie hier. Und ich denke, das könnte ein interessanter Mix sein, vor allem für alle Spieler, die eben Survival-Games mögen und insbesondere dann den MMO-Aspekt dabei auch schätzen. Denn hier geht es tatsächlich um ein MMO-Gefühl. Hier sollen ziemlich viele Spieler in einer Zone unterwegs sein können, damit es hier auch wahrscheinlich ordentlich zur Sache geht. Wenn wir noch kurz über ein paar andere Eckdaten reden möchten, gucken wir mal kurz auf den Preis. Leider kann ich euch nicht sagen, zu welchem Preis das erscheinen wird. Ich würde jetzt mal grob drauf tippen, dass es 50 Euro plus minus sein wird. Conan Exiles von der gleichen Firma Funcom ist für 40 Euro rausgekommen, beziehungsweise war im Early Access für 30 Euro zu haben. Ich denke mal, dass sich hier diese IP, diese Dune-Sache, das könnte wahrscheinlich die Preisschraube ein bisschen nach oben drehen. Das heißt, deswegen komme ich auf die 50 Euro. Aber ansonsten, weiß nicht, könnte natürlich auch so ein klassischer Vollpreistitel werden, wie wir es heutzutage öfters erleben. Hier seht ihr auch nochmal als Beispiel, wie das Ganze so ganz grob aufgebaut ist. Also auch was die Serverstruktur angeht, die Deep Desert, also die wirklich die tiefe Wüste, die immer mehr Ressourcen für euch bereithält, je tiefer ihr in diese Wüste eindringt. Und je weiter ihr euch da reinwagt, desto mehr Spice und Ressourcen und Geheimnisse warten dort auf euch. Aber es gibt halt eben auch solche Social Hubs hier und solche Bereiche für jeweils 40 Spieler. Ja, dass das aufgeteilt wird, aber wirklich diese Deep Desert ist quasi der Platz, wo hunderte von Spielern zusammenkommen sollen und dann hier gemeinsam ein möglichst gutes Spielerlebnis haben werden. Am besten spielt sich das natürlich mit einem Team aus mehreren Freunden am besten und nicht Feinden, die einem dann in den Rücken fallen. Mit fremden Spielern kann es euch natürlich immer wieder passieren, dass euch da jemand in den Rücken fallen könnte und euch die ganze Ernte dann wegschnappt. Das gilt es natürlich zu vermeiden, wenn man möglichst viel Spielspaß und Freude haben möchte. Andere Spieler finden genau das interessant und schätzen diesen Nervenkitzel. Ich denke, das sollte sich jeder von euch einfach hinterfragen. Haben euch Games wie Conan Exiles oder zum Beispiel Rust oder DayZ, solche Dinge, hat euch sowas Spaß gemacht? Oder ist es etwas, was euch komplett die Lust gekillt hat? Falls es Letzteres ist, dass euch da wirklich die Freude verloren gegangen ist, dann wird Dune Awakening wahrscheinlich auch nichts für euch sein. Falls ihr euch da allerdings einfach mal reinbegeben wollt, ist es natürlich so, dass dieses Game auch für Solo-Spieler Content mitbringen möchte. Das passiert dann hauptsächlich in diesen Dungeons, wo PvE-Content abläuft. Aber wie viel? Also es wird eine Story erzählt, es gibt eine Story in diesem Game. Aber wie viel der Anteil ist in dem Spiel, das weiß man meines Wissens momentan nicht. Das heißt, es könnte sein, da gibt es eine 5-Stunden-Story und dann sagt man halt als Solo-Spieler, ja gut, was habe ich da für dann 40, 50, 60 Euro ausgegeben, bringt es dann ja auch nicht. Ja? Deswegen, ich kann euch nicht sagen, wie groß der Schwerpunkt auf diesen Solo-Content ist und ob dieses Game auch, sagen wir mal, auf diese Multiplayer-Modi bezogen, ob das da Spaß machen kann. Ich denke mal, wenn ihr halt gegen viele Teams spielt, dann habt ihr häufig das Nachsehen. Wenn ihr natürlich gegen 3, 4 andere zockt, sind eure Überlebenschancen ziemlich gering. Wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich mit den Teams zu bilden, dann ist es eine schöne Sache. Da kommt alles auf die Community an und die Community von einem Game hervorzusagen, ist natürlich eine ganz schwere Geschichte. Das heißt, ich weiß nicht, wie hilfsbereit die Spieler sind, wie feindlich, wie intrigant, wie hinterhältig, wie gierig die sind. Und dementsprechend hängt bei Dune Awakening auch ganz viel davon ab, welche Art von Spieler hier zusammenkommen, welche
Altersgruppe auch angesprochen wird mit diesem Game, beziehungsweise welche Altersgruppe sich dort dann einfach finden wird, ja? Sind es dann tatsächlich so die Kiddos, die hier wirklich jeden abziehen möchten und auslachen wollen, oder sind es tatsächlich Leute von, ich sag mal eher, ja, ich will jetzt hier keine Schubladen aufmachen, aber Leute von der alten Schule, die mit MMOs damals angefangen haben und gemerkt haben, okay, Spaß multipliziert sich eigentlich, wenn man zusammen was macht und zusammen tolle Erlebnisse schafft, anstatt sich nur ständig gegenseitig den Dolch in den Rücken zu stechen. Da kommt es halt dann, denke ich, drauf an, ob dieses Spiel dann eine gute Erfahrung wird oder nicht. Und dementsprechend ist es auch an euch, vielleicht dann durch eine Beta auch ins Spiel reinzukommen und euch dann Eindruck von zu machen, einfach mit der eigenen Spielerfahrung. Reicht euch der Solo-Content? Ist das eine spannende Sache, wie das hier aufgebaut ist? Oder sagt ihr, nö, danke, da gehe ich doch lieber in ein PvE-MMO, weil da habe ich meine Ruhe vor PvP, denn hier, meines Wissens, werdet ihr nie gänzlich Ruhe vor eventuellem PvP haben können. Also soweit ich das weiß, entflieht ihr dem PvP hier nirgendwo ganz. Kann mich aber auch irren, dass es teilweise Spielbereiche gibt, aber in dieser Wüste, die wir besprochen haben, definitiv PvP angesagt, ja? Last but not least gehen wir vielleicht noch kurz auf eine Frage ein, nämlich brauchen wir jetzt so ein Game noch in 2024? Ich denke ja, denn die Zahlen, soweit ich mir das jetzt nochmal hier zu Gemüte geführt habe, ist es bei Conan Exiles von Funcom, gleiches Genre, etwa das gleiche auch von der Firma, ist es so heutzutage, dass es zwischen 8.000 und 10.000 Spieler pro Tag auf Steam allein gibt und maximal waren es auf Steam beim Release, glaube ich, etwa so 53.000 Spieler. Ich gehe davon aus, also dass es eine Nachfrage nach diesem Genre gibt und besonders jetzt, da die Filme natürlich sehr aktuell, denke ich mal, in vielen Köpfen noch drin ist, anders als bei einem Conan Exiles, ja, die Conan-Filme, da gab es ja jetzt eigentlich nicht so wirklich viel Neues, ja, gehe ich mal davon aus, dass der Peak für Dune Awakening größer sein wird als bei Conan Exiles, das heißt mehr als 53.000 Spieler. Gehe ich schon davon aus, muss ich persönlich sagen. Ich denke mal, es wird dann schon an die 100.000er Marke hingehen. Vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Prognosen sind hier schwer zu treffen. Aber das Genre ist gefragt. Leute spielen sowas gerne. Und gerade eben bei diesem Dune-Universum stehen die Chancen gut. Besonders wenn natürlich alles hier im Gesamtpaket stimmt und spaßig ist, könnte das durchaus ein erfolgreicher Titel werden, der hohe Spielerzahlen hat und auch vielleicht einigermaßen gut halten kann, weil es eben eine Sandbox ist und spielergenerierter Content eine sehr große Rolle spielt. Ergänzt gerne natürlich fehlende Informationen, die ich jetzt hier nicht mit reingepackt habe in diesen Überblick. Ich gehe jetzt auch nicht zu arg in weitere Details ein, weil das sprengt den Rahmen vom Video. Dieses Video sollte euch möglichst eine Vorschau geben, einen Überblick, was ist das für ein Game, könnte das was für euch sein oder eben nicht. Und ich hoffe, das Video hat dann auch seinen Sinn und Zweck erreicht. Lasst natürlich gerne ein Like da, wenn euch das Video heute von mir gefallen hat. Teilt es gerne mit euren Freunden, die sich vielleicht für Dune interessieren könnten, falls ihr mit denen durchstarten wollt. Natürlich gut zu wissen, was da grob auf euch zukommt. Und ansonsten danke fürs Einschalten und vielleicht bis zu einem nächsten Video dann. Macht es gut und auf Wiedersehen.